Ute Schäfer ist zu Gast. Wir reden heute über das Schulsystem in Nordrhein-Westfalen. Ute Schäfer, bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Landtag. Ich freue mich, dass Sie da sind. Es ist eine offene Diskussion. Sie haben das gerade jetzt hier auch in der Pause schon gesagt. Es wird wirklich gerade, was dieses Schulsystem angeht, dreigliedrig oder nicht, sehr offen und kontrovers diskutiert. Ich freue mich, dass das so offen ist. Das war vor Jahren nicht so und das zeigt, dass man in die richtige Richtung denkt. Und es geht nochmal darum, ganz klar, dass die Chancen für jeden Schüler und für jede Schülerin gleich sein müssen und nicht vom Elternhaus, vom sozialen Status abhängen dürfen. Darum sagen wir, länger gemeinsam lernen als bis zum Ende der vierten Grundschulklasse. Und darum propagieren wir oder werben wir für die Gemeinschaftsschule, die also längere gemeinsame Lernzeiten ermöglicht. Längeres gemeinsames Lernen bedeutet natürlich auch ein Stück auch die Chance, individuell zu fördern. Ein Punkt, den wir am Anfang unseres Gesprächs auch schon angesprochen haben. Glauben Sie, dass eine individuelle Förderung auch in einer Gemeinschaftsschule besser möglich wäre, als wie wir das im Moment haben? Ich kann das an einem Beispiel mal deutlich machen. Gemeinschaftsschule heißt, dass alle Kinder nach der Grundschule auf eine andere weiterführende Schule gehen zusammen. Es gibt dort ein Lehrerkollegium, alle unter einem Dach und niemand wird mehr abgeschult. Man kann auch die unterschiedlichen Bildungsgänge nach Klasse 6 abbilden, also Hauptschulklasse, Realschulklasse, Gymnasialklasse. Aber wenn zum Beispiel jemand in der Hauptschule in den Fächern im Hauptschulbereich sich beteiligt, aber in Mathematik besondere Begabungen hat, dann kann er ohne weiteres auch im System der Realschule oder Gesamtschule mitlernen. Also das ist eine Variante. Das heißt, man kann hier zwischen den Schulformen stärker individuell fördern. Man kann aber auch sagen, wir unterrichten komplett integriert von Klasse 5 bis Klasse 10. Und diese Entscheidung soll man vor Ort treffen und soll nicht vom Land oben verordnet werden. Konkrete Nachfrage per E-Mail gekommen von Jonas. Müsste so etwas nicht dann auch bundesweit in Kraft treten? Wir reden ja jetzt hier über das Land Nordrhein-Westfalen, denn Bildung ist Ländersache. Ja, das ist in der Tat eine Sache, die wir noch mal intensiver diskutieren müssen. Gerade die letzte Föderalismusreform hat beschlossen, dass Bildung komplett Ländersache ist. Ich plädiere aber nach wie vor dafür, dass wir die Abschlüsse vergleichbar machen müssen. Das heißt, wenn man in Nordrhein-Westfalen den mittleren Schulabschluss macht, dann muss der vergleichbar sein mit den Abschlüssen anderer Länder. Und das haben wir auch noch zur Zeit meiner Tätigkeit als Bildungsministerin in der Kultusministerkonferenz verabredet. Trotzdem ist es richtig, wir haben eine Vielzahl von unterschiedlichen Schulformen und das ist ein nicht unerhebliches Problem für die Eltern. Die Eltern, die Rolle der Eltern ist ja auch eine ganz, ganz wichtige. Wir haben da im Forum auch schon einige Stimmen hier gerade gelesen, die sagen, ganz, ganz wichtig sind eben die Eltern, die haben eine große Verantwortung. Wie ist das Ihrer Meinung nach? Wer hat jetzt Verantwortung? Sind es die Schüler selbst für sich? Sind es die Lehrer? Sind es die Eltern? Wer muss da am meisten irgendwo auch natürlich in die Verantwortung gezogen werden? Die Antwort ist ganz einfach, alle natürlich. Aber klar. So einfach ist es dann auch wieder nicht, weil heute, wir können feststellen, dass ganz viele Probleme in die Schule verlagert werden, auch Probleme, die viel mit Erziehung zu tun haben. Ich nenne mal die Drogenproblematik oder den Rechtsradikalismus. All das soll Schule lösen, aber zu all diesem muss auch Gesellschaft beitragen. Das heißt, das geht weit über die Schule hinaus. Ich wollte sagen, Schule ist doch gar nicht in der Lage dazu, all das so zu lösen, oder? Es ist ja auch immer geblieben, Zeit zwischen 8 bis 1. Es sollte gebildet werden, aber es sollte auch gleichzeitig erzogen werden. Und wir müssen umdenken. Das heißt, wir brauchen einen Bildungsganztag in allen Schulformen in Nordrhein-Westfalen, damit man tatsächlich Bildung und Erziehung miteinander kombinieren kann, aber auf keinen Fall, das sage ich ausdrücklich, die Eltern aus der Verantwortung lässt. Die Eltern sind in erster Linie verantwortlich für die Erziehung. Ganz wichtiger Punkt ist auch, Sie haben das ja gerade schon gesagt, die Abschlussprüfung irgendwo einerseits im Ländervergleich. Man muss natürlich vergleichbar sein als Nordrhein-Westfalen mit Bayern oder auch Baden-Württemberg, dem Saarland, wem auch immer. Jetzt ist ein Weg innerhalb des Landes, das vergleichbar zu machen, die zentrale Abschlussprüfung, die ist eingeführt worden. Die ZAP. Frage an den Gast von Jack Bauer. Was halten Sie eigentlich von der ZAP? Frage hier bei uns im Forum. Also, ich habe die selbst eingeführt in meiner Verantwortung als Bildungsministerin und zwar aus einem Grund. Wenn wir Schulen selbstständig werden lassen wollen, die Selbstständigkeit von Schulen ist ein hohes Gut, dann müssen wir aber auch für die Vergleichbarkeit der Abschlüsse garantieren als Land. Und wenn das Land den Schulen Freiraum gibt, muss es auf der anderen Seite auch Möglichkeit haben, die Ergebnisse von Schulen, ich sag's auch durchaus zu kontrollieren, gegebenenfalls auch im Vorfeld, das haben wir auch eingeführt, Unterstützungssysteme für die Schulen anzubieten. Und deswegen sind zentrale Abschlussprüfungen unverzichtbar, wenn man selbstständige Schulen möchte. Und die möchten wir. Frage von Marcel. Wie soll das funktionieren? Ein Hauptschüler und ein Gymnasiast auf einer Schule, das geht doch schon gar nicht wegen dem Leistungsvermögen, schreibt er per E-Mail. Es gibt wunderbare Beispiele aus anderen Ländern, dass es gut funktioniert und dass
jeder vom anderen lernen kann. Mhm. Sowohl der Gymnasiast vom Hauptschüler als auch der Hauptschüler vom Gymnasiast, wenn ich mal die beiden Bezeichnungen so aufgreife. Das heißt, hier wird auch irgendwo so ein bisschen auch das Soziale natürlich geschult, ne? Ganz genau. Man wird also in einer sehr fordernden Lernumgebung besser gefördert als in einer Lernumgebung, in der gleiche sind. Stichwort Hauptschule. Mhm. Und der Gymnasiast, wenn er einmal etwas jemand anderem erklärt hat, auch bei dem sozialen Lernen, dann hat er das hinterher besser verstanden. Mhm. Und er profitiert auch davon. Und es ist erwiesen, dass es für niemand einen Rückschritt bedeutet, auch nicht für den sogenannten Gymnasiasten, sondern dass es im Gegenteil für alle von Vorteil ist und für die sogenannten Hauptschüler sogar von besonderem Vorteil. Glauben Sie denn, dass es funktioniert, dass die Leute wirklich in einzelnen, ich sag mal, Hauptschüler, der wirklich, ich meine, das wissen wir, da ist das Leistungsvermögen ein anderes, dass das wirklich alles zusammen, ich möchte nicht sagen gepfercht, ist vielleicht zu viel, aber alle zusammen auf einer Schule, das stelle ich mir unheimlich schwierig vor. Gerade auch für die Lehrer, die da natürlich auch nochmal ganz anders irgendwo agieren müssen. Ja, Lehrer müssen umdenken. Sie werden also zu Moderatoren des Lernens. Das heißt also, man muss Lernprozesse beobachten, daraus Konsequenzen ziehen und Dinge auch entsprechend strukturieren für den Unterricht. Das heißt, auch der Unterricht muss ganz anders strukturiert werden. Der muss anders strukturiert werden, der muss wirklich individualisiert werden. Es gibt immer Phasen gemeinsamen Lernens, ganz klar, und dann gibt es wieder Phasen des individuellen Lernens. Und diese Phasen müssen sich abwechseln. Darauf muss man Schule vorbereiten. Und die Südtiroler, ich sag's mal, als deutschsprachige Region in Italien, machen es uns vor. Sie haben diese Gemeinschaftsschule umgesetzt und sie sind in Pisa an der Spitze gelandet. Italien ja nicht, aber Südtirol schon. Also sie haben ein ganz tolles Schulsystem etabliert dort. Und die Skandinavier haben ja auch ein sehr interessantes, gutes Schulsystem. Aber ich habe mal bewusst die Südtiroler genannt, weil sie eben nicht so oft vorkommen und wir uns auch dort mal erkundigt haben, wie die das machen. Ich sage jetzt einfach mal Stichwort, was kann jemand noch wirklich lernen in einer Lerngruppe, die weiter ist? Sie integrieren so komplett, dass sie auch Schwerstbehinderte mit in den Unterricht hineinnehmen. Und wenn eine dort ist und die muss jeden Tag wieder lernen, ihren Namen zu schreiben, dann ist das für sie das Optimum, was sie leisten kann. Und das macht sie dann auch. Ein ganz interessantes Modell. Wir wollen mit euch natürlich weiter diskutieren. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ihr könnt weiter Mails schreiben und eure Meinung bei uns ins Forum www.k3.tv oder die Mails bitte an matthias@k3.tv. Schreibt uns.